Oh, wie gut ich ihn eigentlich plätten kann hier. Ich verstehe es nicht. Ja, jetzt gehen sie natürlich beide auf mich. Gute Strategie auf jeden Fall. Ich gehe mal mehr auf Däumen. Okay, ich wurde schon mal nicht gesehen. Schön hoch hinaus. Immer hoch hinaus hier. So, jetzt heißt es Angriff. Erster tot. Jetzt kommt der zweite, hoffentlich. Ah, da kommen wir hinterher. Da kommen wir hinterher. Oh nein, sie sind in der Hölle. Jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn. Oh oh. Oh Leute, gleich ist das Flugzauberstab kaputt. Wir haben ihn nochmal getroffen. Oh ne, er rennt weg, er rennt weg. Da ist auch schon unser Stuff kaputt. Da schneiden wir mal einfach den Weg ab, würde ich vorschlagen. Indem wir irgendwie, jetzt habe ich ihn verloren. Wo ist er hin? Leute, ich habe die Spur von ihm verloren. Verdammt. Wo ist er hin? Verdammt, er hatte nicht mehr ganz so viel Leben. Oh nein, da läuft er, da läuft er, da läuft er. Okay, wieder hier durch. Obwohl, ich kann mal eben schnell an die Werkbank vielleicht und mir nochmal ein Stuff machen. Oh nee, kann ich jetzt nicht. Kann ich jetzt leider nicht. Hier liegen noch die ganzen Sachen von dem, den ich getötet habe. Oh Leute. Jetzt heißt es Kampf auf Leben oder Tod. Oder auch nicht. Na, wo ist er denn? Na komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, er war gerade ganz gut eigentlich gelegen im Wasser. Aber er hat auch einen goldenen Apfel.
Das ist ein recht spannendes Ding hier. Viel Leben hat er auf jeden Fall nicht mehr. Boah, ist das eine Hektik. Ja geil, die goldenen Äpfel, die sind natürlich hart, aber das ist kein Problem. Denn wir bekommen ihn jetzt. Denn wir bekommen ihn nun wirklich. Boah, der goldene Apfel, der hat halt so einen Kack-Effekt, sag ich mal. Der nervt halt. Dieser blöde goldene Apfel. Nein, jetzt geht er, glaube ich, in die Hölle. Jetzt probiert das noch einmal. Boah, er ist so schnell mit der Rüstung. Man ist so verdammt schnell mit der Rüstung. Man kommt gar nicht hinterher. Man kommt wirklich gar nicht hinterher. Boah. Achtung, er möchte wieder ins Portal, glaube ich. Nein, jetzt wäre sein Moment, sage ich mal, wo er sich retten könnte, aber macht er nicht. Oh nein, ich darf hier ja auch keinen Block kaputt machen. Aber sein goldener Apfel, der hilft ihm halt immer ziemlich. Ach komm schon, und Mr. Outback, wo ist er hin? Ich muss diese Momente mehr nutzen, wo er... So, jetzt ist er tot. Jetzt ist er tot. Nein! Ich glaub's jetzt ja wohl nicht. Jetzt reicht's mir aber auch mal. Alter, er macht einfach... Er nimmt aber die goldenen Äpfel. Die sind manchmal echt stark. Aber ich lasse nicht von ihm ab. Ich lasse nicht von ihm ab. Er kommt hier nicht durch. So, schnell hier einen Stuff machen. Nein, er ist in der Hölle, er ist in der Hölle. Und da gibt es bestimmt eine Falle, ich wette es mit euch. Ich wette es, hier gibt es doch bestimmt irgendeine Falle. Also es würde mich... Hier ist er natürlich mobil, sage ich mal. Ich aber auch mit meinem Zauberstab. Boah, was für eine Verfolgungsjagd das auch wieder ist. Boah, krass. Einfach, ich bin sprachlos hier gerade. Das ist wohl die stillste Hero-Folge, die ich ever hatte. Ja. Boah! Das ist echt krass. Na? Werde ich hier etwa jetzt verarscht oder was? Alter! Er hat schon wieder volles Leben. Oh, wie gut ich ihn eigentlich plätten kann hier. Ich verstehe es nicht. Ja, jetzt gehen sie natürlich beide auf mich. Gute Strategie auf jeden Fall. Ich gehe mal mehr auf Däum, weil ich seinen Kampfcharakter auch noch nicht einschätzen kann.
Es war mir schon klar, dass Däum hier in der Hölle lauern muss eigentlich. Nein. So, ich muss schnell auch wieder in die normale Welt ihm folgen, damit ich ihn ein wenig... Er möchte jetzt natürlich die guten Sachen wegpacken, aber das lasse ich nicht zu. Obwohl, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Wo ist er hin? Unsere Zauberstäbe sind ja leider jetzt alle weg. Wir haben leider keinen Flugzauberstab mehr, das ist natürlich sehr schade. Aber was soll man machen? Hier ist ein Waterstuff, den nehme ich beim nächsten Mal. Mir fehlten echt so ein wenig die Zauberstäbe. Mit den Zauberstäben hätte ich, glaube ich, richtig gut punkten können. Ich sag euch, er ist hier unten. Wetten. Hier ist er doch 100 pro irgendwo. Hier irgendwo? Hallo, hallo, hallo? Ach, das gibt's doch nicht. Das ist ja echt unglaublich. Warum rennt man hier auf dem Stein manchmal so wahnsinnig schnell? Das ist auch voll krass. So, irgendwie ist er, glaube ich, wieder in der Hölle. Ach, die sind schon wieder in die Hölle reingegangen, glaube ich. So, jetzt ist er in der Falle. Jetzt ist er in der Falle so ein bisschen. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Da unten läuft er. Mein Zauberstab ist kaputt. Verdammt. Er regeneriert sein Leben. Er entkommt mir hier nicht. Er entkommt mir hier nicht. Ja? Oh nein. Oh nein. Ich hätte ihn, glaube ich, so gut überraschen können. Aber leider habe ich es nicht getan. Und da läuft auch so eine blöde Boss-Spinne rum. Ach man, ich bekomme ihn doch eh nicht. Das ist doch echt verhext, ja. Das ist doch verhext. Was ich hier alles schon mache. Nur um ihn zu bekommen. Boah. Er ist einfach viel zu schnell. Er ist einfach viel zu schnell für mich. Nein, jetzt habe ich die Boss-Spinne, glaube ich, attackiert. Oh, das ist nicht gut. Das ist, glaube ich, gar nicht gut. So, nee, er wird attackiert von der Boss-Spinne, okay. Okay, weil er in der Nähe war. So, das klappt anscheinend mit dem Porten. Boah, was muss ich denn noch alles machen? Um ihn zu bekommen. Nur weil er so schnell ist, aber er hat nicht mehr ganz so viel Leben. Da habe ich ihn nochmal bekommen. Nochmal so einen Schlag und dann ist er tot, hoffentlich. So, da brennt er nochmal. Jawohl! Wir haben ihn! Wir haben ihn! GG. Wir haben ihn. Sehr gut. Jetzt schnell die ganzen Sachen mitnehmen von ihm. Irgendwie, wie es halt geht. So, jetzt muss ich schauen. Boah, leider. Okay, die Rüstung hat er schon mal nicht gedroppt. Was soll's? Da habe ich eh nicht mit gerechnet. So, jetzt wäre natürlich noch Mr. Outback auf dem Server. Nee, nicht Mr. Outback, den habe ich ja schon. Däum wäre noch auf dem Server. Den ich halt bekommen könnte noch. Aber gut, ich gehe jetzt erstmal, würde ich vorschlagen,
hier raus, obwohl hier liegt noch ein Schwert. Das nehme ich auch ganz gerne mit. So, okay. Und jetzt würde ich mal meinen, ab zum Portal und raus aus der Hölle. Es ist ja hier wirklich die Hölle. Leute, zwei Leute haben wir getötet. Zwei Leute schon mal. Ich glaube, das war wirklich hier alle eine meiner stillsten... Einer meiner stillsten Folgen bisher. So, er hat hier was Schlaues gemacht. Er hat sich den Poison Stuff gemacht. Und denkt, er kann mir damit schaden. Aber kann er gar nicht, kann er gar nicht. Kann er nicht. Und ich habe ihn! Okay, er hat zwar alle Sachen weggepackt irgendwie. Weggebracht. GG. Aber meine Güte. Wir haben Leute. Wir haben heute drei Leute getötet. War auf jeden Fall sehr spannend, auch von den Jungs, finde ich, auch wenn sie natürlich weggerannt sind, sehr gut gespielt, denn sie wollten wirklich anscheinend zusammenspielen. Darauf wurde halt dabei geachtet. Ich kann es völlig verstehen, dass sie weggelaufen sind, also Kilian jetzt, das heißt, da müsst ihr nicht auf ihm irgendwie rumhaten oder so, ihr könnt lieber auf meine Noobhaftigkeit, dass ich ihn nicht erst bekommen habe, darauf könnt ihr rumhaten. Oh Gott, du bist so schlecht, du hast einfach gar keinen Skill, dass du hier fünf Jahre den hinterher rennst, du bist so schlecht. Das könnt ihr gerne machen, aber ich finde, die haben wirklich gut gespielt, muss ich einfach sagen. Und ja, war auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache. Wir haben jetzt so ein paar Kleinigkeiten dadurch bekommen. Aber auf jeden Fall Kämpfe. Heute sind wir alleine gegen drei Angriffe gekommen. Also wirklich Gomme versus Porkchop Media, sage ich mal. Und es lief ja erfolgreich ab. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen soweit. Ich werde mich jetzt mal in eine Höhle porten. Und dort einfach mal würde ich vorschlagen, ganz gediegen, hier meinen Rucksack rausholen, so, dort ein paar Sachen nochmal reinlegen. Nun aber, wartet, Rucksack wir einsammeln. Na, wo ist er denn? Hä? Ey, wo ist mein Rucksack hin? Hey, wo ist der Rucksack hin? Leute, ah, hier liegt er ja, warum liegt denn da ein Rucksack von mir? Ach Gott, ich weiß es nicht. So, jetzt mal eben hier an den Rand springen. Und den Spiegel für zu Hause raussuchen. So, ab nach Hause. Ich sage, schon mal hier. Ach, das war wieder mal ein spannendes Gemetzel und vielleicht einer meiner stillsten Folgen hier von Hero, weil ich halt einfach hier die ganze Zeit so angespannt war. Aber kann man mir vielleicht auch ein wenig nachsehen. So ein wenig. So meine ersten Kämpfe und so. Man hat ja auch gesehen, wie nervös ich da mit der Maus rumhantiert habe, weil auch alles so schnell ging. Gut. Dann gehe ich jetzt in meine Wohnung, in mein Haus da oben. Würde mal sagen, das war eine Hammerfolge. Also hat auf jeden Fall mir sehr Spaß gemacht. Und wir werden wahrscheinlich in der nächsten Folge dann ungefähr hierhin so gehen. Warte, wo war es denn? Hierhin. Dort haben wir einen Wegpunkt gemacht und die ganzen Schiffe hier mal plündern. Und hier diesen Berg, da werden wir auch mal reingehen. Das sieht nämlich auch sehr spannend aus. Und ja, ich hoffe mal, ihr seid dann mit dabei. Und ich hoffe, euch hat die Folge hier heute gefallen. Also Leute, haut rein und tschö mit Ö.